Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Darky erklärt's jetzt mit einer Erledigt-Mission. Also sei es die Mission einer Erledigt. Ich habe jetzt sicher wieder dieselbe Konstellation wie bei Großer Haufen gewählt. Und eigentlich ist die Map ja noch gar nicht lange her. Die hatte ich ja letzte Woche erst kommentiert. Und jetzt schauen wir uns mal das an. Im ersten Schritt erstmal versuchen, den Tank anzuzünden. Das hat jetzt auch geklappt. Ich bin dann eigentlich immer hier unten geblieben, um auch wieder Spawn zu reduzieren. Ja, mit den Breitwesten muss man natürlich aufpassen, aber wenn man sich immer schön im Abstand hält zu den Fässern, kann eigentlich nichts passieren. Also bei den meisten Maps ist das relativ sicher. Und jetzt kriegt der dicke Beißer immer mal wieder einen Schuss ab. Wir gehen jetzt schon mal hier nach links. Yumiko kann schon mal das Fass vernichten, dass wir dann freie Bahn haben für die Ziellinie. Jetzt kommt auch schon der Spawn. Jetzt kann eigentlich Yumiko hier mal mit reinschießen. Jetzt haben wir auch direkt schon mal Prinzess geladen. Also wer jetzt nicht diesen Gefahren-Bulldozer hat, mit der anderen Version funktioniert das auch relativ gut. Also der Bulldozer funktioniert die Woche besser wie sonst. Nicht wundern, NG hat diesmal nicht gebuggt, sondern das liegt an Alphas Leaderpad, der einfach die Anzahl der Körpertreffer noch mehr verringert. So, jetzt in der nächsten Runde brennt der dicke Beißer schon ab. Ja, nicht ganz. Aber jetzt klicken wir hier einfach weiter. Und Mission ist beendet. Gut, wir müssen noch einmal schießen, weil hier dieser Finish-Trigger nicht funktioniert. Das war's. Relativ einfach. Mal gucken, ob es bis zum Ende so weiter funktioniert. Ciao.